Dann haben wir noch ein zweites Spiel für zwei Personen. Non Naga wird es ausgesprochen? Non Naga wird es ausgesprochen. Und es ist ein Spiel von einem katalanischen Autor, Victor Bautista i Roca. Schlichtes Spiel, sieht ganz einfach aus. Wir werden das jetzt mal anspielen. Jeder hat drei Figuren auf diesem Plan. Und das Ziel ist einfach, diese drei Figuren in Kontakt zu bringen untereinander. Also der Erste, dem es gelingt, seine drei Figuren in einer dieser drei Kontaktmöglichkeiten zu bringen, entweder Reihe oder auch so ein Haken oder auch so ein Dreieck. Ja. Der gewinnt das Spiel. Das ist alles. Okay. So, wer dran ist, zieht mit einer Figur. Wie mit einer Dame? Du ziehst immer so weit, wie du kannst. Also du darfst nicht in der Mitte stehen bleiben. Du ziehst entweder hier oder hier oder hier. Der erste Zug ist relativ egal, ja, der ist relativ, weil der ist ja nur gedreht. So. Aber nach dem Zug gehört noch was dazu. Und zwar nimmst du nach dem Zug mit der Figur irgendeine Scheibe vom Spielfeld weg und setzt sie wieder woanders an. Von außen oder von ist egal? Außen, ja. Du musst so eine Scheibe so wegnehmen, dass das Spielfeld sich nicht verschiebt dabei. Ja? So. Und wenn du so ansetzt, musst du wieder an zwei andocken, so wie hier jetzt zu sehen. Genau. So, ich mache jetzt auch einen Spielzug. Ich gehe mit meiner Figur hier hin, nehme jetzt wieder eine Scheibe und setze sie hier an. Du bist dran. Okay. Hier rüber, sonst würdest du gewinnen. Ja, ich weiß. Ich muss hier rüberziehen. Aber was jetzt nur mal so als Erklärung, du hättest ja hier eine gute Ausgangsposition gehabt, wenn du mir diese Scheibe hier hingelegt hättest. Ja? Hättest du weiterziehen müssen. Das ist der Trick eigentlich mit den Scheiben. Ja. Dann hätte ich bis hier hingemusst und ich hätte das nicht mehr verhindern können. Dann war sogar mein Zug nicht so clever, wie ich gedacht habe. Ja, also in dem Fall kann ich es noch verhindern. Sehr schön. Und ich versuche jetzt zu überlegen, was wirst du als nächstes machen? Aber du hast halt das Problem, ich drohe jetzt hier auch einen Gewinn an. Du kannst den noch verhindern. Also ich bin genauso blöd wie du, ich hätte den hier hinlegen müssen. Ah. Nicht in Form, die Herren. Aber war eine wichtige Info, ja. War eine wichtige Info, ja. Okay, nochmal. Gott. Du kannst es ja jetzt verhindern, du musst dazwischen gehen. Ja. Aber dann Nicht gut, warte. Nee, ist nicht gut. Die Frage ist, ich muss den nicht bewegen. Du musst den nicht bewegen. Ja, dann ist doch alles gut. Nee, leider nicht. Echt jetzt? Wenn ich die da wegnehme, habe ich trotzdem eine Zwickmühle. Nein, wenn du den wegnimmst, dann nicht. Das ist gut. Ja, okay. Kannst den wegnehmen. Der wehrt sich hier wirklich intensiv, der Mann. Okay, dann jetzt ziehen wir hier hoch und legen wir hier. Jetzt habe ich die Zwickmühle. Jetzt, genau, weil jetzt kann ich zwar hier runterziehen, aber ja, ich krieg dich nicht davon weg. Nein. Ja. Ich kann. Also den müsstest du ja durchziehen, ja, also genau. Deswegen komme ich bis hierhin. Fertig, okay. Schwarz hat gewonnen. Aber so sieht man so ein bisschen dieses Potenzial, dass du einfach durch das Umlegen der Scheiben dafür sorgen kannst, dass einer weiterläuft, als er eigentlich will. Weil die Zugweite vom anderen beeinflusst, ja. Weil du dann an dem, wo du eigentlich hin willst, vorbeigelockt wirst. Ja.